Blomberg TV. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Blombergerinnen und Blomberger, in Anbetracht der Corona-Krise nutze ich gerne das Angebot von Blomberg TV, einige Worte an Sie zu richten. Wir stehen in diesen Tagen vor vielen, vielen Herausforderungen. In sehr deutlichen Worten haben unsere Spitzenpolitiker herausgestellt, worauf es jetzt ankommt. Sie haben deutlich gemacht, für mich in zwei Kernbotschaften, nämlich die erste: Dieser Staat wird alles dafür tun, dass es weitergeht und dass alle Hilfsmaßnahmen ergriffen werden, die jetzt im Möglichen liegen, und das ist einfach eine besondere Kraftanstrengung. Und die zweite Kernbotschaft ist die: Jeder Einzelne ist auch aufgefordert, im Sinne vom sozialen Zusammenhalt, sich auch um seinen Nächsten zu kümmern, aber auch gleichzeitig sich selbst zu schützen, andere zu schützen, dass man einfach die einschlägigen Richtlinien beachtet und auch mal, wenn es eben geht, zu Hause bleibt. Auch die Stadt Blomberg hat es natürlich getroffen. Unsere Kindergärten, die Schulen, auch das Rathaus ist für den Publikumsverkehr geschlossen und viele Einzelhändler, Einzelhandelsgeschäfte mussten ebenfalls schließen. Aber warum ist das so? Denn es ist ohne Alternative. Das hat alles seinen guten Grund, denn auch in Blomberg sind die Zahlen der Infizierten deutlich angestiegen. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich Danke sagen. Danke sagen denjenigen Berufsgruppen und Menschen, die jetzt für andere da sind. Diejenigen, die jetzt den Laden am Laufen halten. Und das meine ich nicht nur die Mitarbeiter im Rathaus, die Backoffice am Start sind, sondern nein, insbesondere natürlich diejenigen, die ganz besondere Dienste leisten. Und da meine ich die Krankenschwestern, die Ärztinnen und Ärzte, aber auch den Postboten, die Paketboten und die Kassiererin, die Brötchenverkäuferin. Sie wissen schon, all diejenigen, die sonst vielleicht in unserer Gesellschaft in den Berufsbildern nicht so die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und das ist gleichzeitig eine große Hoffnung, die ich habe, dass wenn die Krise überstanden ist, wir nicht vergessen, wer dann alles am Laufen gehalten hat, wer dann für uns da war. Und diese Menschen brauchen auch künftig dann unsere besondere Wertschätzung. Und ich hoffe, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ein zweites Dankeswort möchte ich richten an diejenigen, die ehrenamtlich unterwegs sind, die für den Zusammenhalt in unserer Stadt sorgen. Stellvertretend für viele, viele andere darf ich da sagen, die Initiative Blomberg hilft, wo viele Hilfsangebote vermittelt werden und auch sich diejenigen melden können, die Hilfe brauchen. Aber nochmals, es gibt viele dezentrale Organisationen, die jetzt hier dafür Sorge tragen, dass niemand vergessen wird. Und das stimmt mich gleichzeitig zuversichtlich, denn auch das wollen wir nicht vergessen. Der Zusammenhalt in unserer Stadt, der steht jetzt vor einer schweren Probe. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das meistern werden. Und gleichzeitig ist das dann auch, wenn wir es überstanden haben, die Chance, nochmal auch neu zu diskutieren, über Werte zu sprechen. Was ist uns wirklich wichtig? Was ist uns was wert? Und da muss sich auch, glaube ich, jeder selbst mal ein klein wenig selbstkritisch hinterfragen. So, muss das alles immer so sein oder geht es vielleicht auch anders? Also, wir sind jetzt vor einer schweren Aufgabe. Diese Aufgabe ist uns gestellt, aber wir werden sie lösen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und diese Zuversicht wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen Vertrauen und Zuversicht auf die schweren Stunden, die noch kommen. Und ich erneuere nochmal meinen Appell, bitte bleiben Sie zu Hause. Sie haben jetzt die Chance, auf relativ einfachem Wege Menschenleben zu schützen, Menschenleben zu retten. Und das macht man, indem man einfach seine Kontakte möglichst runterschraubt. Und zu guter Letzt, und das ist natürlich der wichtigste Wunsch von allem, bitte bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass wir uns oft in unserer schönen Stadt dann an der frischen Luft und in geselliger Runde uns noch oft wiedersehen können. Wir werden diese schwere Zeit meistern, wir werden sie überstehen und dann geht es neu und weiter von vorne los und das mit frischem Schwung. Und mit dieser Zuversicht darf ich meine Worte beenden. Bitte bleiben Sie gesund.